Seegurken und Seeigel helfen den Pflegern bei der Algenbekämpfung. Christian Heller schaut nach, ob es seinem Kollegen, der Seegurke, auch gut geht. So sieht es ja erstmal unspektakulär aus, ist aber ein tolles Helferlein. Fässt sich eigentlich an wie nasses Leder. Große Eigenbewegung kann man an so einem Tier nicht feststellen. Brauchen wir also keine Angst haben, wenn sie sich nicht bewegt, ist sie nicht tot. Dann ist sie sozusagen gerade in Lauerstellung oder frisst halt auf der einen Seite ganz langsam. Auf der Seite ist eine ganz kleine Öffnung. Damit nehmen die den Sand wirklich wie so einen kleinen Schlauch auf. Wird durchtransportiert mit Hilfe des Darms. Und hinten auf der Rückseite kommt es wieder raus, aber die sieht eigentlich auf den ersten Blick vorne wie hinten aus.